Das nächste Rennen findet auf dem Suzuka International Racing Course statt. Diese Strecke hat 18 Kurven und nahezu jeden Kurventypen zu bieten. Die Start- und Zielgerade ist die einzige DRS-Zone auf dieser Strecke und somit eine gute Überholmöglichkeit im Rennen. Die erste Kurve fährt man nahezu mit Vollgas und für die zweite bremst man nur etwas an. Sie wird im vierten Gang durchfahren. Nun kommen die S's. Wenn man hier einmal einen Fehler macht, zieht sich das bis zum Ende der Kurvenkombination hindurch. Für die kommende Linkskurve 7 sollte man weit ausholen, damit man sie mit Vollgas durchfahren kann. Wenn man innen allerdings den Körper erwischt, kann man sich leicht wegdrehen. Als nächstes kommen die zwei Gegnerkurven. Die erste wird im sechsten Gang durchfahren, man sollte nicht zu weit herauskommen. Die zweite wird im dritten Gang durchfahren, ein guter Ausgang ist hier wichtig. Nun folgt die Haarnadelkurve. Hier kann beim Anbremsen auch mal das vordere rechte Rad stehen bleiben. Sie wird im ersten oder zweiten Gang durchfahren, beim Herausbeschleunigen ist es wichtig, die Traktion gut auf den Boden zu bringen, denn es folgt ein langes Vollgasstück. Als nächstes folgt die Löffelkurve. Man bremst beim 50 Meter Schild an und nutzt die gesamte Streckenbreite aus. Es ist schwierig, den zweiten Scheitelpunkt optimal zu erwischen. Man muss so früh wie möglich beschleunigen, da ein langes Vollgasstück folgt, welches eine gute Überholmöglichkeit im Rennen ist. Als nächstes folgt eine Linkskurve, 130R, welche locker mit Vollgas durchfahren wird. Für die Schikane wird ungefähr beim 100 Meter Schild gebremst, sie wird im zweiten oder dritten Gang durchfahren und die Curbs werden stark mitgenommen. Beim Beschleunigen muss man vorsichtig sein, denn es gibt eine Bodenwelle, die einen leicht aushebeln kann. Das war eine Runde hier in Japan.